Peters, begleiteten psychiatrischen Dienste Kurhessen, ist eine Abteilung, die aus mehreren Bereichen besteht. Ein stationärer Bereich, das ist der Heimbereich, und ein ambulanter Bereich, das ist einmal das begleitete Wohnen in Familien und das betreute Wohnen Sucht. Dort leben die Menschen in ihrer eigenen Wohnung und werden dort vor Ort betreut. Die Erkrankungen, die bei den Klienten vorliegen, sind oft chronifiziert, bestehen schon über mehrere Jahre, teilweise mit einer Suchtproblematik, teilweise mit einer psychiatrischen Diagnose, die sehr ausgeprägt ist. Man ist manchmal erstaunt, was sehr junge Menschen schon hinter sich gebracht haben. Und es ist sehr interessant, mit denen gemeinsam zu gucken, was als nächste Perspektive auf den Weg gebracht werden kann. Wir versuchen im stationären Bereich einen normalen Alltag zu gestalten. Dabei geht es natürlich um solche Dinge wie Wäsche waschen, eine Mahlzeit zubereiten, was mehr oder weniger begleitet werden muss. Es wird gemeinsam eingekauft, es wird zusammen ein Ausflug gemacht. Es wird geguckt, dass die Aktivitäten nicht nur auf dem Klinikgelände stattfinden. Das Ziel ist natürlich, für die Klienten mit weniger Hilfe zurechtzukommen, mit genau der Hilfe, die nötig ist und die sie selber auch für notwendig halten. Der ambulante Bereich meint, wir arbeiten vor allem draußen. Wir machen Hausbesuche, begleiten die Menschen in ihren eigenen Wohnungen oder auch in Familien. Die Arbeit mit den Klienten macht mir deswegen so viel Spaß, weil unter anderem ich es ihnen auch ermöglichen kann, einen schönen Wohn- und Lebensraum in den Familien natürlich zu haben. Und das ist für die ein Riesengewinn und das kommt natürlich auch zurück zu mir. Vitus Kurhessen ist deshalb ein angenehmer Arbeitgeber, weil es möglich ist, sich hier weiterzuentwickeln. Ich habe im Laufe der letzten Jahre mehr Aufgaben übernommen. Es ist möglich, hier sich weiterzubilden in Form von Weiterbildung. Ich selber durfte 2 Weiterbildungen machen, die auch finanziell übernommen wurden, was mich natürlich in meinem Berufsalltag weiterbringt. Und sehr gut finde ich einfach, dass mir so viel Verantwortung auch übertragen wird und es möglich ist, flexibel zu arbeiten. Das Café Lädchen ist ein gutes Beispiel für Teilhabe, Inklusion und gemeindenahe Psychiatrie. Es ist einfach ein Ort, wo viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen können. Freude in meinem Job macht mir die Begegnung. Das ist das Zentrale. Begegnung mit Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, das sind natürlich die Klienten und das sind auch meine Kollegen.